Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist bei dir, die du gesegnet bist unter den Frauen. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun siehe, du wirst ein Kind empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird groß sein und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und seine Herrschaft wird niemals enden. Wie ist das möglich? Ich war nie mit einem Mann zusammen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das heilige Kind, das du gebären wirst, Sohn Gottes genannt werden. Ich bin die Magd des Herrn. Es soll geschehen, was du mir gesagt hast. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkünde euch heute eine große Freude, die allen Menschen zuteil werden soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Erlöser geboren, der Messias, der Herr. Und daran sollt ihr ihn erkennen. Ihr werdet das Kind, das in Windeln gewickelt ist, in einer Krippe vorfinden.
Herr, nun lass deinen Diener in Frieden ruhen, gemäß deinem Wort. Meine Augen haben den Erlöser gesehen, den du für alle Menschen bereitet hast. Das Licht, das die Völker erleuchtete und die Zierde des Volkes Israel. Wisset, in Israel werden viele durch ihn zu Fall kommen und wieder aufgerichtet werden. Ja, ein Schwert wird dir die Seele durchdringen und der Herzenswunsch vieler wird offenbar werden. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land im Untergang weihen muss. Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voller Angst gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ich taufe dich mit der Vollmacht des allmächtigen Gottes, zum Zeichen des Bundes, den du geschlossen hast, ihm zu dienen.
Ich müsste von dir getauft werden. Und du kommst zu mir? Lass es nur gut sein. Nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Ich taufe dich mit der Vollmacht des allmächtigen Gottes zum Zeichen des Bundes, den du geschlossen hast, ihm zu dienen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Es ist kein Wein mehr da. Ich sage es meinem Sohn. Sie haben keinen Wein mehr. Sag, was soll ich für dich tun? Dem füge ich mich. Denn meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seht zu, dass ihr genau das tut, was er euch gebietet. Hol die Wasserkrüge und fülle sie. Sie füllen? Mit Wasser. Schenke dem Gastgeber ein. Zum ersten Mal bin ich bei einer Hochzeit, wo der beste Wein für den Schluss aufgehoben wird. Folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt und folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Kunde zu bringen. Diejenigen zu heilen, deren Herz zerknirscht ist, die Gefangenen freizusetzen und die Blinden sehen zu machen. Den Unterdrückten Freiheit zu bringen und das Jahr zu verkünden, das dem Herrn angenehm ist. Heute hat sich diese Schriftstelle für euch erfüllt. Bist du nicht Josefs Sohn? Ihr werdet mir sicher sagen, wir haben von deinen Taten gehört in Kapernaum. Tu sie auch hier in deinem Lande. Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet wird von den Seinen angenommen. Denn ihr wisst es doch sehr wohl. Viele Witwen gab es in Israel in den Tagen des Elias. Aber nicht zu ihnen wurde er gesandt, sondern nach Sarepta, im Lande Sidon, zu einer Frau, die Witwe war. Von den Leprakranken in Israel wurde kein einziger geheilt, sondern Naaman. Aus Syrien. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Uns vernichten? Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Sei still und verlass ihn. Thank you.
Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, außer Gott ist mit ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, nur wer von Neuem geboren wird, kann eingehen ins Reich Gottes. Wie kann ein alter Mensch erneut geboren werden? Kann er noch einmal in den Mutterleib zurückkehren und wiedergeboren werden? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wird jemand nicht aus Wasser geboren und aus Geist, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, du musst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wohin er will. Und du hörst sein Brausen, doch weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie kann das nur sein? Du bist ein Lehrer Israels und begreifst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir tun kund, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und doch verwerft ihr unser Wort. Ich habe über Irdisches gesprochen und ihr habt mir nicht geglaubt. Wie wollt ihr da glauben, wenn ich von Himmlischem rede? Niemand ist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Wie Mose die Schlange in der Wüste emporhob, muss auch der Menschensohn emporgehoben werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt schuldig zu sprechen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht schuldig gesprochen. Doch wer nicht an ihn glaubt, ist bereits schuldig, weil er nicht an den Namen des einzig gezeugten Sohn Gottes glaubt. Und dies ist das Urteil. Das Licht ist in diese Welt gekommen, und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse ist. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit sein Tun nicht getadelt wird. Wer jedoch die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass sein Tun in Gott vollbracht ist.
Gib mir zu trinken. Wieso bittest du, ein Jude, mich um Wasser, die ich Samariterin bin? Die Juden haben nichts zu schaffen mit den Samaritern. Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wer dich da um Wasser bittet, hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast nichts zum Schöpfen. Der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob? Er gab uns den Brunnen und trank selbst daraus, genauso wie seine Kinder und sein Vieh. Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Doch wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr durstig. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle sprudelnden Wassers werden, die ihm ewiges Leben schenkt. Also gib mir dieses Wasser, damit ich fortan keinen Durst mehr verspüre. Geh, hol deinen Mann und dann komm wieder her. Ich habe keinen Mann. Du hast das richtig gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn du hast 5 Männer gehabt und mit dem, den du jetzt hast, bist du nicht verheiratet. Du hast also die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Und ihr sagt, dass man Gott nur in Jerusalem anbeten darf. Frau, glaubt mir. Die Zeit kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Doch wir wissen, wen wir anbeten. Die Errettung kommt von Juden. Doch die Zeit kommt und ist schon da, zu der die echten Gläubigen den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der Gesalbte. Und wenn er kommt, wird er uns alles kundtun. Ich sage dir, dass ich es bin. Willst du gesund werden? Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf. Nimm deine Bahre und geh.
Es ist heute Sabbat. Es ist gegen das Gesetz, deine Bahre zu tragen. Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bahre und geh. Wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh? Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden solltet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, zu gar nichts. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei hier, um das Gesetz aufzuheben und die Propheten. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Was ist eure Meinung? Tod! Aber ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinem Nächsten lieben und deinen Feind sollst du hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die, die euch verfluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn verdient ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Ihr sollt also vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst erhaltet ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer. Und wenn du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der verborgen ist. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es also nicht wie sie. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Auf diese Weise sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute unser tägliches Brot und erlass uns unsere Schulden, wie wir sie anderen erlassen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und dabei steckt ein Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zuerst zieh den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz um die Propheten. Geht durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Dornen von Trauben oder von Disteln Feigen? Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen. Umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also erkennt ihr sie. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Darum, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun der Regen fiel und die Fluten kamen, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Doch jeder Mensch, der meine Worte hört und nicht danach handelt, ist
wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und der Regen fiel. Und die Fluten kamen. Und die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Und es stürzte ein. Und wurde völlig zerstört. Weine nicht. Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Warum ängstigt ihr euch? Habt ihr noch keinen Glauben? Gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Thank you.
Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wie kann dieser Mensch Gott derweise lästern? Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist das leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Rabbi, ich flehe dich an. Meine Tochter liegt im Sterben. Ich bitte dich, komm. Ich bitte dich, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Bring mich zu ihr hin. Warum schreit und weint ihr? Sie ist nicht tot. Sie schläft nur. Verlass das Haus. Talita Kumal. Steh auf. Erzähl niemandem, was heute in diesem Haus geschehen ist. Und geb dir etwas zu essen. Wer hat mich berührt?
Du siehst, wie sich die Leute um dich drängen und fragst, wer hat mich berührt? Meister. 12 Jahre lang habe ich an Blutungen gelitten. Ich wusste, wenn ich nur dein Gewand berühre, werde ich geheilt. Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Ich sende euch aus, meine Schafe zu sammeln. Geht nicht zu den anderen und meidet auch die Städte der Samariter. Doch geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Geht dorthin. Geht und verkündet, dass das Himmelreich nahe ist. Simon Barjona, Kraft der Vollmacht des heiligen Priestertums, das ich trage. Meister, ich flehe dich an. Eine kleine Tochter. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, erweckt die Toten, treibt unreine Geister aus. Gebt weiter, was ihr empfangen habt. Nehmt kein Gold, Silber oder Kupfer mit euch. Auch keine Wegzehrung, kein zweites Gewand, keine Schuhe und keinen Stab, denn ihr verdient euch euer täglich Brot selbst. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf gelangt, erfragt, wer dort würdig ist und bleibt dort, bis ihr wieder geht. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Geht und berichtet Johannes, was ihr gehört und gesehen. Blinde, sehen wieder. Und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. An den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was habt ihr denn in der Wüste sehen wollen? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Es ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Viel größer. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben die Propheten und das Gesetz geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Der, der Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht den Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen
und anderen Kindern zurufen: Wir haben für euch auf der Flöte gespielt. Und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geklagt. Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht. Und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Darauf sagen sie, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit recht bekommen. Weh dir, Chorazin. Weh dir, Bethsaida. Wenn einst in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Ja, das sage ich euch. Tyros und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch. Und du, Kephanaum, wirst nicht bis zum Himmel erhoben, sondern in die Hölle hinabgeworfen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Ja, ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Ich preise dich, Vater. Herr des Himmels und der Erde. Weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und dem, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten tragt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Verlasse ihn. Herr. Mit Hilfe von Beelzebub treibt er die Dämonen aus. Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde. Und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil aus. Wenn ich aber durch den Finger Gottes Dämonen austreibe, ja, dann ist das Reich Gottes schon hier bei euch.
Solange ein starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg und verteilt seine Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht sich ein neues Haus. Wenn er keins findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung gegen den Geist wird euch nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Ein guter Baum trägt Früchte. Ist der Baum schlecht, dann sind seine Früchte schlecht. Man erkennt es also an den Früchten, ob ein Baum gut ist oder nicht. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr Böses seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes in sich hat. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen. Und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen. Aber es wird kein anderes geben als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Innern der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Dann sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus. Iss. Trink, freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.
Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung. Seht auf die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keinen Speicher und keine Scheune, denn Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern, wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt? Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Seht euch die Lilien an. Sie arbeiten nicht. Und sie spinnen auch nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Darum fragt nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Und vor allem ängstigt euch nicht. Denn um all das geht es den Heiden in der Welt. Euer Vater weiß das und er weiß, dass ihr das braucht. Euch jedoch muss es um sein Reich gehen. Dann wird euch das andere dazugegeben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Sämann säte Samen auf dem Feld. Und als er säte, fielen Körner auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein Teil fiel auf steinigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Warum sprichst du zu ihnen in Gleichnissen? Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen. Ihnen ist das nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Deshalb spreche ich zu ihnen in Gleichnissen. Weil sie sehen, aber nicht sehen. Weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, die sagt: Hören sollt ihr, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, aber nicht erkennen. Denn dieses Volk hat ein hartes Herz und mit ihren Ohren hören sie nur schwer. Und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen. Mit ihren Ohren nicht hören, mit dem Herzen nicht verstehen und sich nicht bekehren. Damit ich sie nicht heile.
Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört also das Gleichnis vom Sämann. Wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und das nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was ihm ins Herz gesät wurde. Bei ihm ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Aber es schlägt keine Wurzeln in ihm und er ist unbeständig. Sobald er bedrängt oder verfolgt wird aufgrund des Wortes, dann kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum. Und es bringt keine Frucht. Doch auf guten Grund ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht. Hundertfach. Oder 60-fach. Oder 30-fach. Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. So ist es auch mit dem Himmelreich, wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders schöne, wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um alle Fische zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus, und die schlechten, die warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in den das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Ja, Herr. Ja. Seht nur die Menschen. Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Sie haben nichts zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen? Sollen wir für 200 Dinar Brot kaufen? Und es ihnen zu essen geben? Wie viel Brot habt ihr? 5 und 2 Fische. Bringt sie mir her. Teilt die Menschen in Gruppen von 50, damit sie essen können.
O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir für deine Gaben. Amen. Vertrauen. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Herr, wenn du es bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm. Mich. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wahrhaftig, du bist der Sohn von Gott. Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Amen, Amen, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Herr, gib uns doch immer dieses Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe auch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die ihr mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle,
die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben werden. Und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Murrt nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Ein jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, der wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen. Außer dem, der von Gott ist, nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist das mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist eine Speise, wirklich. Und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist das nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch sprach, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Wollt auch ihr weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Sohn Gottes. Habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.
Selig sollst du sein, Simon Barjona. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater. Im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus. Und genau auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir auch die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Und er wird von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten abgelehnt und getötet werden. Aber am dritten Tage auferstehen. Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt das einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdient haben. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Wer ist im Himmelreich der Größte? Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein und demütig sein kann, wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Meister, wir sahen, wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb. Und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reißt es aus. Es ist besser für dich, einäugig durch das Leben zu gelangen, als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten,
Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren gegangen war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, wer umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Und als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld, zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen. Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen. Und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater
Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, holt Schuhe und zieht sie ihm an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und so begannen sie ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, sagte, so viele Jahre schon diene ich dir. Und niemals habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Doch niemals hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der Meister muss sich ausruhen. Bitte, bitte. Petrus, Jakobus. Lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
Herr. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Ich sage dir nicht 7-mal. Sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man ihm einen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und er bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Dinare schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Dann ließ man ihn rufen und sagte: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was fragst du mich danach? Nur einer ist der Gute, nämlich Gott. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Welche? Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. All diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Eines fehlt dir noch. Willst du vollkommen sein? Dann geh und verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Ich sage euch, er geht ein Kamel.
durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Wer kann dann gerettet werden? Für Menschen ist das unmöglich. Für Gott aber ist alles möglich. Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Armen, ich sage euch, wer um meinetwillen Haus oder Eltern oder Brüder, seine Frau oder Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten und in der kommenden Welt ewiges Leben. Doch die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten die Ersten. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, die Letzten arbeiteten nur eine Stunde und du hast sie uns gleichgestellt. Die sich den ganzen Tag geplagt haben. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh, ich gebe dem Letzten genauso wie dir. Darf ich mit meinem Besitz nicht tun, was ich will? Bist du neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein. Und die Ersten die Letzten. Denn viele sind gerufen. Aber nur wenige auserwählt. Jesus. Mit welchem Recht tust du dies alles? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Ich will euch eine Frage stellen. Wenn ihr mir darauf antwortet, dann werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich das tue. Die Taufe des Johannes, stammte sie vom Himmel oder von den Menschen? Wenn wir sagen vom Himmel, so sagt er, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir von den Menschen.
Was denken die Leute? Alle halten Johannes für einen Propheten. Wir wissen es nicht. Dann sage auch ich euch nicht, mit welcher Vollmacht ich das alles tue. Was denkt ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Er antwortete: Ja, Herr, ging aber nicht. Wer von beiden erfüllte den Willen des Vaters? Der Erste. Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes zeigte euch den Weg der Gerechtigkeit. Ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Aber als ihr das gesehen habt, seid ihr nicht umgekehrt und habt ihm auch nicht geglaubt. Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wirklich den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir zahlen oder nicht? Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze. Wessen Bildnis und Aufschrift seht ihr hier herauf? Des Kaisers. So sollt ihr dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört. Und Gott, was Gott gehört. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Welches Gebot ist das erste von allen? Höre, Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen. Und ganzer Seele. Mit all deinen Gedanken. Und all deiner Kraft. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr. Und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, dass diese arme Witwe mehr gegeben hat als alle anderen. Denn die anderen haben Gott nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Doch sie, die fast nichts besitzt, hat ihren gesamten Lebensunterhalt hergegeben.
Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht erklang es plötzlich: Der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Nein, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, zu der der Menschensohn kommen wird. Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein guter Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Aber der 1 Talent erhalten hatte, gab nur das eine zurück und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm daraufhin: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Warum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat? Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe auf seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das reichen Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben.
Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr gab mir Kleidung. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten und sagen: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr gab mir nichts zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war fremd und obdachlos und ihr nahmt mich nicht auf. Ich war nackt und ihr gabt mir keine Kleidung. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Bringt sie her! Bringt sie her! Bringt sie her! Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Auf frischer Tat. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Aber was sagst du? Was sagst du? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Wo sind deine Ankläger geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Niemand, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Hm.
Geh. Und sündige nicht mehr. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Du legst über dich selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht gültig. Auch wenn ich Zeugnis über mich ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt, wie Menschen urteilen. Ich urteile über keinen. Wenn ich aber urteile, ist mein Urteil gültig, denn ich urteile nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz heißt es, erst das Zeugnis von zwei Menschen ist gültig. Ich bin es, der über mich Zeugnis ablegt, und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt über mich Zeugnis ab. Wo ist dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr meinen Vater kennen, dann würdet ihr auch mich kennen. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ihr stammt von unten. Ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt. Ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du? Der, von dem ich bereits gesagt habe, dass ich es bin. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern das, was mein Vater mich gelehrt hat, zu tun, was ihm gefällt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Wir sind Abrahams Nachkommen. Und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet, die ich von Gott gehört habe. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Amen, Amen, ich sage euch, wer an meinem Wort festhält, wird auf ewig den Tod nicht schauen. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Euer Vater Abraham jubelt über meinen Tag. Er sah ihn und freute sich. Du willst Abraham gesehen haben? Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann.
Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Er ist es. Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Ich bin es. Wie sind deine Augen geöffnet worden? Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Shiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Wie bist du sehend geworden? Er legte mir einen Teig auf die Augen, ich wusch mich. Und jetzt kann ich sehen. Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Er ist ein Prophet. Holt seine Eltern. Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Frag ihn doch selbst. Er ist alt genug. Er kann für sich selbst sprechen. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch Jesus ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich. Dass ich blind war und jetzt sehen kann. Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Ich habe es euch bereits gesagt. Aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Du bist sein Jünger. Wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört.
Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn er nicht von Gott wäre, hätte er nichts tun können. Du bist ganz und gar in Sünde geboren und willst uns belehren? Glaubst du an den Menschensohn? Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist das. Ach. Ich glaube, Herr. Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Sind etwa auch wir blind? Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus. Und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen. Sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Ein Leben in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
Such unseren Herrn. Bitte ihn zu kommen. Herr, dein Freund ist krank. Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern zu Gottes Lobpreis. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin? Hat denn der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stolpert er nicht, weil er das Licht dieser Welt sieht. Doch geht jemand in der Nacht umher, stolpert er, weil kein Licht in ihm ist. Unser Freund Lazarus schläft, aber ich gehe hin. Ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden. Lazarus ist tot. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Denn ich will, dass ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, auch jetzt noch, worum du Gott auch bittest, wird Gott dir geben. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, und sei er tot, der wird leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Geh und hole deine Schwester. Gewesen. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Wo hat man ihn bestattet? Und sieh. Seht nur, wie lieb er ihn hatte. Hätte er denn nicht, wenn er doch blinden die Augen öffnete, verhindern können, dass dieser hier starb? Nehmt den Stein weg.
nicht aber schon. Denn es ist bereits der vierte Tag. Habe ich dir nicht gesagt? Dem, der glaubt, wird Gottes Herrlichkeit offenbart. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die hier steht, sagte ich es. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Lazarus. Komm heraus. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Und er wird von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten abgelehnt und getötet werden. Aber am dritten Tage auferstehen. Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt das einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdient haben. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Nehmt den Wein und teilt ihn miteinander. Ich sage euch, ich trinke nicht mehr von der Frucht des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt.
Was immer du vorhast. Tu es bald. Dies ist mein Leib, den ich für euch hingebe. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Meine Söhne, nur noch für kurze Zeit weile ich unter euch. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch liebe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden der Welt gebe ich euch. Seid nicht betrübt und habt keine Furcht. Ich bin vom Vater hier in die Welt gekommen. Und nun verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Denn die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da. Da ihr versprengt werdet, ein jeder an seinen Ort, und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr in mir Frieden verspürt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Doch sorgt euch nicht. Ich habe die Welt besiegt.
Simon. Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich bekehrt hast, stärke deine Brüder. Ihr alle werdet mich heute Nacht ablehnen. Weil das heißt, ich erschlage den Hirten und seine Schafe werden weithin zerstreut. Auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde dich nicht ablehnen. Ich stehe dir bei, ob im Gefängnis oder im Tod. Ich sage dir, Petrus, noch ehe der Hahn heute kräht, wirst du dreimal leugnen, dass du mich überhaupt kennst. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Die Zeit ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn auch dich verherrlicht. Denn dies ist ewiges Leben, dass sie dich erkennen, den wahren Gott, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, zu Ende geführt. Und nun, oh Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt war. O gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Aber ich kenne dich. Und auch die Jünger, die du mir gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden. Damit deine Liebe, die du für mich hast, in ihnen ist. Und damit ich in ihnen bin. Meine Seele ist sehr bekümmert. Ich bin zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.
Aber Vater, dir allein ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Seht, die Stunde ist da. Und man wird den Menschensohn an Sünder verkaufen. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth.
Schwester. Verrätst du den Menschensohn? Mit einem Kuss? Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, lasst diese hier gehen, damit sich das Sprichwort erfüllt, das da heißt, von denen, die ich dir gab, ging keiner verloren. Soll ich den Kelch, den mein Vater mir gab, etwa nicht trinken? Lass die Zeugen vortreten. Sagt uns allen klar, was er getan hat. Der hier hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Sage uns, beim lebendigen Gott, ob du wirklich der Messias bist. Der Sohn Gottes. Du sagst das. Doch auch wenn ich es euch sage, ihr glaubt es mir nicht. Trotzdem sage ich euch, ihr werdet den Menschensohn zur rechten Hand Gottes sitzen und in des Himmels Wolken kommen sehen. Ihr habt Gott gelästert. Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Keine. Was meint ihr? Er verdient den Tod. Tod! 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 Du warst doch auch bei Jesus von Nazareth. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der Mann hier war bei Jesus von Nazareth. Nein, ich kenne ihn nicht. Du gehörst doch auch zu ihnen. Deine Mundart verrät dich. Habe ich dich nicht bei ihm im Garten gesehen? Ich sag euch, ich kenne diesen Mann nicht! Oh,
bist du der König der Juden. Sagst du das von dir aus? Oder sagen es andere über mich? Bin ich ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würde mein Volk flehen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Also bist du ein König? Du sagst, dass ich ein König bin. Dazu wurde ich geboren. Und dazu kam ich in die Welt, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf mich. Was ist Wahrheit? Ihr habt diesen Mann zu mir gebracht und behauptet, er verleite das Volk. Ich habe ihn ins Verhör genommen und festgestellt, dass er der Punkte nicht schuldig ist, deretwegen ihr ihn beschuldigt. Ich habe ihn zu Herodes geschickt. Der bestätigt, dass nichts getan wurde, was den Tod verdient. Daher werde ich ihn züchtigen und danach freilassen. Nein! 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 Nach euren Bräuchen darf zu dieser Zeit im Jahr ein Gefangener freigelassen werden. Barabbas. Gib uns Barabbas. Was soll ich dann tun mit Jesus, den man den Messias nennt? Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Ich bin unschuldig am Tod dieses redlichen Mannes. Das ist eure Sache. Ha ha!
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sieh deinen Sohn und deine Mutter. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Habt keine Furcht, denn wir wissen, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt, seht den Ort, wo der Herr lag.
Ich muss zurück in die Stadt und es den anderen sagen. Komm mit uns. Frau, wieso weinst du? Wen suchst du? Herr, hast du ihn von hier fortgenommen? Sag mir, wohin du ihn gebracht hast, damit ich ihn holen kann. Maria. Rabuni. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Friede sei mit euch. Was seid ihr bestürzt? Warum kommen in eurem Herzen Zweifel auf? Seht meine Hände und Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Habt ihr etwas zu essen? Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. So steht es geschrieben. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was sind das für Dinge, die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Was macht euch so traurig? Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Was denn? Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das.
Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, sie hätten Engel gesehen, die gesagt hätten, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst sahen sie nicht. Ihr Toren, glaubt ihr denn nicht an all die Worte der Propheten? Musste nicht der Messias all das erleiden, um in seine Herrlichkeit zu gelangen? Bei uns. Denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Wir danken dir für deine Gaben. Amen. Amen. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Wir müssen zurück nach Jerusalem. Und zwar sofort. Den Herrn gesehen. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Friede sei mit euch. Streck deinen Finger aus. Hier sind meine Hände. Und streck deine Hand aus. Und leg sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mein Herr und mein Gott. Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich gehe wieder fischen. Wir gehen auch mit dir.
Meine Kinder! Hattet ihr Glück? Werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und holt es ein. Es ist der Herr. Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Kommt und esst. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Beide meine Lämmer. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich? Ja. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Beide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich? Du weißt doch alles. Du weißt, ich liebe dich. Weide meine Schafe. Armen Armen, das sage ich dir, als du noch jung warst. Gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Folgt mir. Herr, und was wird er tun? Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Folge mir nach.